So, hallo, wir machen weiter. Bei Superliminal. Und das letzte Mal. Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir in Level 6 oder in Level 5? Weil wir in Level 5 sind, müssen wir noch Feuerlöscher suchen. Ja, perfekt. Was wollte ich sagen? Das letzte Mal. Ja, haben wir Level 5 hauptsächlich angeschaut. Auch alles gefunden, bis auf wahrscheinlich einen Feuerlöscher. Und ich habe jetzt wieder mir ein Video angeguckt. Die sind alle nicht schwierig versteckt. Ah, ich habe die Tür vergessen. Stabil. Die sind alle nicht schwierig versteckt. Also, ich kann nur wieder mal an einem vorbeigelaufen sein. Was mich wurmt. Weil man muss sich halt 500.000 Mal umdrehen, wirklich alle zu sehen. Aber gut. Den haben wir auch schon gehabt. Den haben wir auch schon gehabt. Ich kann es mir bei zweien vorstellen. Und ich meine, man kommt hier super schnell durch. So, das ist wirklich einfach, hier schnell durchzuspielen. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks. Nicht, dass ich jetzt hier schon anfange zu murksen. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Was ist passiert? Irgendwie hat es gerade komplett geleckt. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects, which have not yet been discovered or which cannot be understood. So. Den hatte ich ja auch noch, ne? Genau. Jetzt kommen halt ein paar, wo ich glaube, da habe ich mich nicht umgedreht. Nachdem ich durch die Tür bin, habe ich mich nicht umgedreht. Einmal hier. Genau. Das Achievement, was wir vorhin bekommen hatten, das ist, wenn man einen Äpfel sich auf den Kopf fallen lässt. Das ist das Achievement gewesen. Muss man auch erstmal... Yo! Auch erstmal wissen. Und hier war auch einer, wo ich mich umdrehen muss. Okay. Da ich den jetzt hatte, gibt es eigentlich keinen mehr, von dem ich denke, dass ich ihn nicht habe. Weshalb ich jetzt davon ausgehe... Dass wir sie jetzt haben. Okay, okay, okay. Aber wir sind fast am Ende, das heißt, es kann nicht mehr viel sein. Bisher meine ich, jeden gehabt zu haben. Bisher meine ich wirklich, jeden gehabt zu haben. Denn gerade habe ich doch auch so lange ausgelöst, bis er fertig war, ne? Nicht, dass ich den zu schnell ausgelöst habe. Das wäre richtig dumm. Aber ich müsste ihn eigentlich... Oh, das wäre richtig dumm. Aber ihr habt gesehen, wie schnell wir da waren. Wir sind jetzt gerade mal bei 3 Minuten. So, das geht ganz fix, da einmal hinzukommen. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes. Ich weiß, dass am Ende ist noch einer, von dem ich denke, dass ich ihn nicht haben könnte. Wenn wir halt jetzt noch nicht alle hatten. Dann ist am Ende noch einer, bei dem diese Möglichkeit besteht. Drücken wir es mal so aus. Drücken wir es mal so aus. Und zwar hier. Okay, das war er. Den hatten wir nämlich. Ja, das war er. Gut, jetzt haben wir alle. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. Also wenn jetzt noch einer fehlt, weiß ich auch nicht Bescheid. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Jetzt dürfte wirklich keiner mehr fehlen. Transmission ends. Wirklich nicht. Wenn jetzt noch einer fehlt, dann weiß ich nicht. Dann bin ich, weiß ich auch nicht. Aber gut, das war das Nachholen vom letzten Part. Yes. Puppenhaus haben wir nichts. Wir haben nicht alle Blueprints, wir haben nicht alle Figuren, wir haben nicht die Sternenbild, wir haben nicht die Feuerlösche und wir haben nicht die Dings. Und dieses Level wird jetzt furchtbar. Dieses Level wird jetzt literally richtig furchtbar, weil das ist das, wo man groß werden kann, klein werden kann. Da jetzt alles ablaufen, wird stressig. Ich sag's euch, wie es ist.
da jetzt alles ablaufen wird stressig. Ich will es aber trotzdem als erstes probieren, ohne... Waren wir jemals hier drin? Ich will es aber jetzt als erstes probieren, ohne, wie gesagt, ich glaube schon, dass wir hier drin waren. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. And I'd like to discuss the assumption that secret or out of the way patients also einmal einen Durchlauf machen wir ohne Hilfe filled with squandered human potential. They usually don't. If you think about it, they probably shouldn't. It's bad design. Hier ist nichts, ne? Ja, hier ist nichts. Das wär jetzt interessant gewesen. Nee, okay. Es war ein Versuch. Ach, jetzt kommt erst der Film, ne? Kann ich da irgendwas tun? Ich hoffe nicht. Hier irgendwas? Ich hoffe nicht. Gehen wir erstmal nach da. Da geht schon los. Da haben wir schon den ersten, der gefehlt hat. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viel hier fehlt. Oh Gott, ey. Kann ich hinter den Vorhang gucken? Nein, der Vorhang ist einfach viel zu fest. Da oben irgendwann, aber da oben komme ich halt nicht hoch. So, da kann nichts sein. Da kann einfach nichts sein. Hier hinter. Alles klar! Wir haben das Sternbild selbst gefunden. Oh, das wird ein Stuhl. Ja. Nice. Ah, zu bald. Zu ungeduldiger Conan. So. Sehr schön. Okay. Dann muss ich jetzt ja schon gar nicht mehr nach großem Raum suchen. So hat sie ja schon erledigt. Sehr, sehr gut. Das macht die Suche, weil das wäre jetzt was gewesen, wo ich im Puppenhaus schon mal überhaupt keinen Bock gehabt hätte, anzufangen, nach diesem Raum zu suchen. Aber hat sich ja schon geklärt. Sehr gut. Aber hier muss ich jetzt nach Feuerlöschern. Nach allem muss ich jetzt gucken. Einfach nach allem. Dann gehen wir es mal an. Okay, Leute. Wir haben ein Problem. Wisst ihr, wie ich mich gerade erschrocken habe, wenn man hier rumgeht und dann hier diesen Schatten da reinhält? Es sieht aus, wie wenn da so eine Hand reinkommt. Es sah ganz kurz so aus. Ich bin gerade richtig zusammengezuckt. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system. Ich komme da niemals hoch. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Ich komme hier doch niemals hoch. Da oben darf nichts sein. Also wenn da oben was ist, dann ist vorbei. Ich hoffe es nicht. Aber ich konnte es jetzt nicht überprüfen, weil ich komme da nicht mit dem Ding hoch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre crazy.
Und hier darf ich es nicht mitnehmen. Okay, tschüss. So, jetzt fängt der Spaß an. Möchte möglichst groß hier durchgehen, dass wir nicht ewig lange rumlaufen. Weil je kleiner ich hier durchgehe... Oh, guck mal, da haben wir schon einen übersehen. Oder kommt einfach jetzt von Anfang an nichts raus? Okay, alles klar. Du mich auch. Den haben wir. Den haben wir. Ja, genau, ne? Jetzt muss ich hier kleiner werden, um hier wieder durchzukönnen. Da es ja dann der gleiche Raum ist, hoffe ich, dass hier dann noch nichts Verstecktes sein kann. Kann eigentlich nicht sein, weil, ne? Das hier alles ist ja der gleiche Raum und hier runter... Das kann eigentlich nicht sein. Okay. Also ich werde einfach hier direkt hier durchgehen. Jetzt muss ich dafür sorgen... dass das Haus deutlich größer wird, damit ich, wenn ich reinkomme, deutlich kleiner bin. Weil je größer der Eingang, desto kleiner die Person, die reingeht. Nachdem sie drin ist. Okay, hier ist nichts weiter. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja, es dürfte jetzt eigentlich das gleiche Haus sein. Also wenn ich jetzt da vorlaufe, darf eigentlich nichts Neues sein. Lasst es jetzt, ich laufe jetzt nicht vor. Jetzt einfach ganz, ganz schnell hier hoch. Bin der Meinung, dass ich damit alles hier getan habe, was ich tun konnte. Wir werden uns noch lang genug an dem Level aufhalten. An allen möglichen anderen Stellen nämlich. Den haben wir, da ist nichts. Loopunts hatten wir hier auch nicht alle, ne? Muss gleich niesen, glaube ich. Don't mind me if I do. Er ist kitzelt. Entschuldigung. Ich wollte... Na, ja, zu langsam. Zu langsam für alles. Also hier im Dunkeln kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein Feuerlöscher oder so. Ja, dumm. Immer. Werdest. Alles ja gut jetzt. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Irgendwas. Irgendwas. Nee, ne? Da ist nicht. Nee, da ist nicht. Auch nix. Kann ich hier hoch? Ach, das ist die Lampe. Wait a moment. Wenn die sich schon so bemerkbar macht, so von wegen, hey, hier bin ich. Kann ich da drauf? Irgendwie ist das verdächtig, aber irgendwie geht's halt auch nicht, dass man da drauf geht. Ich hätte auch nichts hierhin mitnehmen können, ne? Nee. Nee, hier war nichts zum Aufheben und hier ist nichts, was ich mit reinnehmen kann. Okay.
Jetzt kommt der Ventilatorraum, richtig? Richtig. Jetzt eigentlich nur die Wände abgucken, die Seiten abgucken. Festzustellen. Hier kann und darf nichts sein. Ist auch nicht. Okay. Ich möchte aber auf jeden Fall alles wegpusten. Dass hier drunter was sein könnte. Oh, die Tür ist echt extremst gut gefallen. Das muss man schon mal sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass hier noch irgendwelche Liquids versteckt sind. Nein, nicht wieder hindrehen. Ich dachte eigentlich, der bleibt so. Ja! So, kann ich jetzt hier in der Mitte sehen, ob da was ist? Aber der Rest bewegt hier, oder? Es reicht mir nicht. Ich will den auch noch weghaben. Ich will die weghaben. Gib hier nicht auf. Es reicht. Och, komm schon. Das ist weit weg. Will einfach nicht weg. Alles bescheuert. Ja, jetzt hat er sich kurz bewegt. Fall halt vernünftig. Ja. Bewegt er ihn?
Nein! Ich will die Mitte hier loshaben. Ja! Es reicht von hier! Es reicht von hier, wenn der ein bisschen größer wird. Okay, da ist nichts. Muss es ja mal versuchen. Oh wait, ich kann ihn mitnehmen. Ich kann den natürlich mitnehmen. Hier überall theoretisch rein. Und wieder belasten. Oje. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, bin ich winzig. Ja, bin ich nicht. War das das, wo man den fallen lassen muss und der bricht hier den Boden ein? War das hier? Okay. Konnte ich aber nicht einfach durch, ne? Nee. Hey, ich habe vergessen, wie es hier weitergeht. Oh, ich habe komplett vergessen, wie es weitergeht. Nice. Bett. Ich kam dabei nicht durch. Das habe ich ja gerade probiert. Ich hab das doch schon mal gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es ging. Hilfe? Ich hänge? In einem... Moment, kann ich das Ding hier hochheben? Hier kann ich nichts mit. Hä? Wie ging das hier weiter? Musste ich das irgendwie kippen, dass es umfällt? Das kann aber nicht mehr umfallen.
nur von der anderen Seite. Was habe ich vergessen? Oh, ja. Hilfe? Hilfe? Komm durch die Fenster nicht durch. Konnte eins nehmen. Ja, stabil. Das wusste ich natürlich noch. Upsi. Ach, gucke mal. Hier war hinter dem Ding eine Blueprint, die habe ich aber mitgenommen. Wahrscheinlich war da eine Blueprint. Ah, hier oben ist eine. Aber die habe ich. Ja, das, okay, die meinte ich wahrscheinlich, aber ich dachte, die war dahinter. Okay, aber die habe ich sogar. Na gut, sonst scheint hier nichts zu sein. Immer hier durch. Ach, jetzt sind wir in dem Oh Gott. In dem Schwimmbad-Ding. Also hier so eine Figur wäre fies. Weiß nicht. Möchte ich eigentlich nicht, ne? Irgend so einem Gang irgendwie. Ah, da ist das. Alles abgucken. Nichts ist unmöglich. Da scheint aber nichts zu sein. Lell, wie ich wieder die Grafik rauspackt. Okay. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Das ist nix. Das ist auch nix. Ja, das war... Hier ist nix. Okay, bin ich zufrieden. Wenn da nix ist, ist gut. Jetzt kommt dieser Raum, genau. Wo ich hier Stück für Stück nach oben muss. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass da durchaus irgendwelche Dinge versteckt sind. Oh, ich komme nicht hoch. Nice. Ja, jetzt komme ich. Zum Beispiel auf dem Ding selbst könnte was drauf sein, aber das werden wir gleich von oben sehen. Gehen wir erstmal hier rum. Okay. So, jetzt bin ich enorm klein geworden. Aha. Haben wir doch schon mal was gefunden. Hier ist nichts.
ein stabiles. An der Größe kann ich nichts ändern, die soll so sein, wie sie ist. Gut. Gehe ich nämlich hier durch den Schacht. Und komme hier oben wieder raus. Richtig. Und kann jetzt hier sagen, das Ding mitnehmen. Nee, kann ich. Ach, ich kann es jetzt, glaube ich, deutlich vergrößern. Das hat nicht hingehauen. Ach nee, ich kann es jetzt hier drüben hinsetzen. So war das. So war das. I remember. Und wenn ich jetzt dort rausgehe, nehme ich wieder hier. So sehe ich da oben drauf nichts. Sind wir hier außenrum einmal komplett gegangen? Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt aber auf jeden Fall machen müssen. Ja, wir müssen jetzt hier einmal komplett außenrum gehen. Da drauf, nein. Wenn ich das Ding einfach runterfetze. Nice. Doch ganz gut aus. So, jetzt kann ich hier mal runtergehen. Nix, hier ist nix. In den Seiten ist auch nix, okay. Vorne ist auch nix. Dann haben wir das abgeguckt. Der Tisch ist einfach nicht existent. Okay. In Ordnung. Auch nix. Ich glaube, ich gehe gerade umsonst hier außen rum. Soll das so? Auch nix. Oh, Leute. Wir sind jetzt doch deutlich kleiner, als wir hier rein sind, ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt... reingehe? In die Duschen? Ich bin doch jetzt... praktisch winzig. Finde ich jetzt hier vielleicht irgendwelche coolen Sachen? Weil ich jetzt in die Duschen reinlaufen kann? Haben die so weit geplant, dass man das tut? Und ich vorhin nicht rein. Und ich vorhin nicht rein. Ich kann da jetzt rein, aber da ist einfach nicht. Das ist creepy gerade. Was passiert hier?
Okay. Ist okay, Spiel. Ich glaube, man soll hier als kleine Figur nicht hin. Yo. War ja nur eine Idee, okay? War ja nur eine Idee. Wird auch nichts zu sein. Ja, hier ist auch nichts. Okay. Oh, diese dritte Dusche ist komplett zu. Da komme ich auch nicht rein. Nee. Okay, okay, ich gehe wieder. What the heck? Ach so. War ja gar keine so Tür dazwischen. Stimmt. Man kann es hier einfach... Wait a moment. Oh nein. Man kann es hier mit reinnehmen. Nee, ich fange jetzt nicht an, hier hochzuklettern. Nein. Es wirkt mir zu sehr ungewollt, dass man hier reingeht. Das wirkt mir zu ungewollt. Muss schon genug anderen Mist ausprobieren. Das wirkt mir zu ungewollt. Ach, scheiße. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Nee, jetzt komme ich da nicht mehr rein. Veralbern. Mich dann durch. Please. Oh nee, das gibt's doch jetzt nicht. Ich bin zu klein, um da hochzukommen, aber zu groß, um durch die Tür zu kommen. Ich werde doch die richtige Größe hinkriegen. Das sieht gut aus. Da. Also. Also der Abschnitt klappt wirklich super. Bin wieder zu klein. Groß. Andere Idee. Ja. Nicht das ist zu schräg. Ich will doch nur da hoch. Okay, wir machen es anders. Ich back mich durch das Ding nach oben. Das sollte funktionieren. Auf Bugs ist Verlass. Okay, ja. Ja, 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 ja. Go, go, go. Oh.
Oh my goodness. Das war die schlechteste Idee, die ich je hatte, da unten nochmal durchzugehen. Uff. So. Wiedersehen. Wahnsinn. Dr. Glenn okay. Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Was war das Gleiche? Oh! Ah, ne, den haben wir. Okay. Habe ich den? Offenbar habe ich den. Okay. Ai, ai, ai. Ach, jetzt kommt das Tor-Dings, ne? Ja. Oh, da habe ich Bock drauf. Aber hier ist nichts versteckt. Na, ich denke, wir können uns da sicher sein. Hier ist absolut nichts. Geht nur darum... möglichst effizient da durchzukommen. Oh, ich glaube, das funktioniert sofort. Schade, dass ich gerade keinen Speedrun mache. Das, was es soll... Oh, nee. Komm da viel zu klein raus. Größe würde passen. Jetzt muss ich nur rüberkommen. Scheiße. What? Ist passiert. Warum? Okay, vielleicht so. Nope. Wird immer kleiner, ne? Mach's gleich komplett kaputt, das Spiel. Ich kann nichts von den Toren. Ich kann mich nicht retten. Ich kann jetzt keins von den Toren grabben.
Fall jetzt hier einfach die ganze Zeit. Kann keins von den... Wo sind die überhaupt? Wo ist das zweite? Irgendwie ineinander gebackt oder was ist... Hier ist nur eins. Zweite ist weg. Oder wie? Was passiert in diesem Spiel die ganze Zeit? Okay, gleich kann ich es nehmen. Gleich kann ich es nehmen. Kann es nicht nehmen. Kann es nicht. Kann nichts machen. Bin ich zu weit weg? Wenn ich jetzt daneben lande. Yo, die Geschwindigkeit! Und ich kann es nicht nehmen. Und das andere ist an der Decke? Ja, okay. Das ist vorbei. Dieser Raum. Dieser Raum ist so verrückt. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Dieser Raum ist einfach so anyway, komplett you're verrückt. You're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Nee, ich will nicht, nicht wieder so ein Spiel anfangen. Wirklich nicht. Es ist faszinierend. So wird man halt immer kleiner. So ist mal wieder deutlich größer. Bleib doch jetzt einfach mal so, dass ich da oben durchgehen kann. Mein Gott, dieser Raum. Das wär der Killerraum in einem Speedrun für mich. So, jetzt sind wir deutlich größer. Jetzt muss das Ding hier hin und das muss da halt hoch. Ja, vielleicht haut's hin. Sieht gut aus. Das ist jetzt ja auch interessant. Oh! Das heißt, ich kann den Raum hier ganz normal besuchen.
Oder ich muss doch einfach nur... Ich will da oben rauskommen. Kann ich da oben drauf? Da oben ist bestimmt was drauf. Okay, ich muss das hier größer machen. Wie größer? Ja, so in etwa. Das können wir auch auf dem Boden machen, ne? Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht. Geht in Ordnung. Es geht in Ordnung. Für das, was ich vorhab, geht es in Ordnung. Hopp! Wenn ich jetzt hier durchgehe. Wenn ich jetzt das hier wieder kleiner mache. Ah! Angenehme, fast normale Größe. Ah, noch nicht so ganz. Aber ich kann mich hier umgucken. Das war nämlich einer der Räume, vor dem ich Angst hatte. Weil ich hier so klein immer war. Bin aber immer noch recht klein verglichen, dem wie groß ich sein könnte. Da geht noch mehr. Viel besser. Aber da ist nichts drauf, schade. Da ist nichts drauf, offenbar. Na gut. Jesus Atador. Wir haben immer noch eine Figur zu suchen. Wir haben immer noch die Dingens. Kann ich mal die Dose nehmen? Okay, das ist alles Deko hier oder was? Ja, ich soll ja eh hier durch am Ende des Tages. Dann machen wir das jetzt mal. Da. Da rein. Toll. Jetzt aber. Ach, komm schon. Danke. Es geht doch. So. Wait, ist das das Ende des Levels? Kam da nicht noch was? Scheiße. Wir haben die Figur nicht. Ja, yep, alles ganz normal. Ich komme hier fast nicht durch, alles klar. Das war ein Bugfest der Extraklasse. Holy moly. Aber was fehlt uns? Jetzt fehlt uns doch immer noch alles. Wir haben die Blueprints nicht. Was ist denn los? Ja, nice. Ja, dann das nächste Mal wieder einen Anfang hier nochmal geben, bevor wir ins Labyrinth gehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.